Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Heute habe ich auch wieder mal eine Powerstation für euch mitgebracht. Diese Powerstation, hierbei handelt es sich um den EcoFlow Riva 2, also in der zweiten Version, habe ich mir mal bei EcoFlow ausgeliehen. Hierfür auch ein herzliches Dankeschön für das zur Verfügung stellen des Gerätes an EcoFlow. Übrigens, wenn ihr euch für das Gerät interessiert, Link dazu unten in der Videobeschreibung. Diese Powerstation habe ich jetzt speziell ausgewählt für den schmalen Geldbeutel. Ich kriege ja immer noch sehr viele Fragen zu diesen Powerstationen und das Hauptproblem ist, diese Geräte sind nicht gerade billig, das ist klar. Hier steckt ein Haufen Technologie drin, hier steckt viel dahinter. Man muss das alles erstmal entwickeln, finanzieren und auf den Markt bringen und hier entstehen Kosten. Deswegen gibt es natürlich diese Powerstationen in verschiedenen Größen. Ich habe hier die kleinste von EcoFlow dastehen. Dieses Gerät gibt es natürlich auch in größeren Varianten, wenn ihr dementsprechend größere Ansprüche an dieses Gerät habt. Dieses kleine Gerät, dieser Riva 2, interessiert mich aber jetzt aus diesem Grund oder gerade aus der Finanzierbarkeit heraus sehr stark, denn diesen bekommen wir aktuell unter 300 Euro. Besonders zu diversen Angebotszeiten, wie jetzt zum Beispiel zu den Black Friday Angeboten, könnt ihr hier auch nochmal sehr stark sparen. Wie gesagt, Link unten in der Videobeschreibung. Wir haben also hier ein Gerät für unter 300 Euro, was circa 256 Wattstunden liefern kann. Ich weiß, das ist nicht besonders viel, also für die komplette Notfallversorgung im Haus reicht das auf keinen Fall aus, aber ich möchte mit euch einfach mal schauen, was dieses kleine Gerät kann und was dann dementsprechend auch so die Knackpunkte bei diesem Gerät sind, das heißt, was nicht geht und vielleicht auch den Geräuschpegel dieses Gerätes mit euch nochmal näher anschauen. Kommen wir erstmal zum Gerät an sich selber. Was haben wir denn hier für ein Gerät überhaupt vor uns? Als erster Hauptpunkt, wir haben natürlich hier, wie gesagt, die kleinste Powerstation von EcoFlow vor uns stehen. Besonderheit dieser Powerstation, diese Powerstation ist die erste tragbare Powerstation, die in der Branche als Reliable Charger vom TÜV Rheinland zertifiziert ist und somit natürlich auch höchsten Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen entspricht. Wichtig natürlich bei dieser Station auch der Sicherheitsfaktor. Diese Station arbeitet mit LFP-Batterien, mit einem integrierten, fortschrittlichen BMS-Sicherheitssystem, was euch natürlich mehr als 3000 Zyklen hier bei diesem Gerät garantiert. Das ist alles für euch natürlich äußerst interessant, denn hierdurch kann diese Powerstation bis zu 3000 Zyklen liefern und hält somit im Schnitt 6-mal länger als für vergleichbare Powerstationen in derselben Größe. Auch wichtig für euch dürfte hier der Garantiezeitraum dieses Gerätes sein. Dieser beträgt nämlich bei EcoFlow 5 Jahre. Somit seid ihr auch ziemlich lange abgesichert. Was sind nun hier für mich die wichtigsten Punkte an dieser kleinen Powerstation? Diese kleine Powerstation wird von mir oder solche Powerstationen werden von mir in der Regel zu folgenden oder für folgende Zwecke verwendet. Zum einen natürlich zum Laden von Geräten, die ich mobil mit mir trage, wie zum Beispiel Tablets, Laptops oder irgendwelches Video-Equipment, was ich zum Beispiel unterwegs verwende. Ein weiterer Punkt, für die ich diese kleinen Stationen auch sehr gerne verwende, ich bin ja seit kurzem auch E-Bike-Fahrer, um etwas Energie zu sparen und weniger mit dem Auto unterwegs zu sein. Die E-Bikes haben aber meistens eine Kapazität von 300 Wattstunden bis ca. 1000 Wattstunden in den eigenen Akkus. Das heißt, mit diesen E-Bikes erreicht man irgendwas zwischen 15 bis 80 Kilometer. Danach ist der Akku leer. Hier hat man dann oft das Problem, dass man diese Akkus dann irgendwo nachladen muss, hat keine Ladepunkte und kann hier mit diesen kleinen Stationen genau das Problem lösen. Diese Station hier zum Beispiel ist so klein, dass ich sie bequem in meinem Rucksack oder in meiner Fahrradtasche unterbringen kann und kann dann dementsprechend am Zielort oder wenn das euer E-Bike zulässt, vielleicht sogar während der Fahrt, das E-Bike oder den E-Bike-Akku aufladen. Ich weiß, hier sind nur 256 Wattstunden drin, aber auch hier bekommt ihr doch einige Kilometer raus und könnt dann nochmal eine ganze Ecke weiterfahren. Das heißt, einen kleinen E-Bike-Akku könnt ihr fast komplett aufladen, einen etwas größeren zur Hälfte und einen sehr großen E-Bike-Akku ungefähr um ein Viertel oder zu ein Viertel nochmal aufladen. Besonders wichtig hier für mich ist auch das Gewicht dieser Station. Ihr merkt, diese Station ist sehr leicht und wiegt somit nur 3,5 Kilo, was also bedeutet, gerade bei einer Radtour kann man sowas sehr leicht mit sich führen. Jetzt stellt sich die Frage, wie laden wir diese kleine Station auf? Hier gibt es verschiedene Auflademöglichkeiten. Auflademöglichkeit Nummer 1 ist natürlich über das Netz. Hier können wir aber diese Station einstellen. Das heißt, wir können, das können wir uns nachher nochmal in der App anschauen,
einstellen, wie viel Energie diese Station aus dem Netz herausnimmt. Das heißt, ihr könnt diese Station auf euren Bedarf einstellen. In der höchsten Stufe kann diese Station innerhalb von ca. einer Stunde komplett über das Netz aufgeladen werden. Alternativ gibt es natürlich noch weitere Möglichkeiten, diese Station aufzuladen. Im Lieferumfang befindet sich zum Beispiel auch dieser Kfz-Adapter. Das heißt, ihr könnt über euer Pkw-Bordnetz das Gerät aufladen. Das hängt natürlich dann von eurem Pkw-Bordnetz ab, wie schnell dieses Aufladen vonstatten geht. Ich veranschlage hier mal 2 bis 5 Stunden, also durchschnittlich sagen wir um die 3 Stunden, um hiermit dieses Gerät aufzuladen. Wenn ihr eine längere Autofahrt habt, könnt ihr aber wie gesagt auch so das Gerät aufladen. Eine weitere Möglichkeit, die auch mittlerweile für mich sehr interessant ist, ist das Aufladen über USB-C. Wir haben ja hier vorne diverse Anschlüsse. Wir können natürlich Energie ausgeben, aber wir können auch Energie in das Gerät hineinbringen. Zum Beispiel auch hier über den USB-C-Anschluss. Das heißt, über diesen USB-C-Anschluss können wir das Gerät auch aufladen. Das erkennt das Gerät selbstständig, ob Energie abgegeben wird oder hier hineingegeben wird. Das möchte ich euch einfach mal demonstrieren. Ihr könnt hier dementsprechende Ladegeräte verwenden, wenn ihr sie zum Beispiel von eurem Smartphone besitzt. Wie ihr seht, habe ich jetzt hier einfach mal so einen intelligenten Ladestecker angeschlossen, einen Fast Charge Ladestecker. Und ihr seht, hier kann ich das Gerät jetzt mit bis zu 60 Watt laden. Neben dem klassischen Aufladen können wir natürlich diese kleine tragbare Station auch per Solar aufladen. Macht eventuell auch Sinn, wenn ihr dann per Fahrrad unterwegs seid, könnt ihr auch ein kleines Faltpanel mitführen. Wir können hier eigentlich jedes kompatible Panel verwenden, was es hier auf dem Markt gibt. Wichtig, das Panel muss die Spezifikationen erfüllen, die hier in der Bedienungsanleitung angegeben sind. Ich empfehle euch, Paneele mit einer maximalen Spannung von bis zu 22 Volt hier zu verwenden und überschreitet bitte auch die 100 Watt nicht. So habt ihr ein optimales Panel, mit denen ihr hier dieses Gerät aufladen könnt. EcoFlow selber bietet natürlich auch Faltpaneele an, die dann dementsprechend passend zu diesem Gerät angeboten werden. Diese könnt ihr natürlich auch erwerben. Was benötigen wir, um die Station aufzuladen? Ich drehe sie einfach mal um. Wir haben hier hinten die verschiedenen Anschlüsse. Zum einen den 230 Volt Ladeanschluss und hier einen XT60TF-Anschluss. Über diesen Anschluss wird die DC-Ladung arrangiert. Das heißt, hierüber könnt ihr natürlich auch diesen Zigarettenanzünder-Lader anschließen, aber natürlich auch euer Solarpanel. In meinem Lieferumfang war leider hier das Adapterkabel nicht vorhanden. Das müsst ihr euch separat dazu kaufen. Ist aber mitunter auch, wenn ihr die Solarpanels von EcoFlow kauft, mit im Lieferumfang enthalten. Das Laden hängt allerdings hier sehr stark von der Sonneneinstrahlung und vom verwendeten Panel ab, kann also dann mindestens 3 Stunden oder länger in Anspruch nehmen. Hier in unserem Breitengraden, jetzt in den Herbsttagen, bringt ein 100 Watt Panel meistens nur noch so um die 40 bis 70 Watt. Hier würde ich dann mindestens 6 bis 7 Stunden für das Laden einplanen. Eine weitere wichtige Funktion, die man hier auch noch erwähnen sollte, ist, dass dieses Gerät auch als unterbrechungsfreie Stromversorgung genutzt werden kann. Ich weiß, wir haben hier nicht sehr viel Kapazität zur Verfügung, aber man kann, wie gesagt, somit auch mal seinen Computermonitor oder eine kleine Festplatte, die ich zum Beispiel hier auch zur Datensicherung verwende, hier dazwischen schalten und so sicherstellen, dass diese Geräte bei Stromausfall nicht quasi durchsacken oder dann dementsprechend beschädigt werden. Hier dieses Gerät hat eine Umschaltzeit von 30 Millisekunden. Das heißt, wenn ihr dieses Gerät über den ganz normalen 230 Volt Anschluss mit eurem Netz verbindet und dann hier hinten eure USB-Festplatte oder andere Geräte anschließt, kann dieses Gerät in unter 30 Millisekunden dann durchschalten. Das merken in der Regel dann moderne Geräte wie Festplatten oder sowas nicht und alles läuft nahtlos weiter. Achtet allerdings hierbei bitte auf die Anschlusswerte. Wir haben hier das kleinste Gerät von EcoFlow. Dieses Gerät wird vom Hersteller angegeben mit 300 Watt Ausgangsleistung. Im X-Boost-Modus können hier sogar 600 Watt entnommen werden. Hierzu auch ein wichtiger Hinweis. Der X-Boost-Modus ist für euch wichtig, wenn ihr jetzt zum Beispiel, wir können es auch mal demonstrieren, hier mit so einem kleinen elektrischen Gerät oder mit einer Küchenmaschine oder ähnliches arbeiten wollt, die bis zu 600 Watt ziehen können, könnt ihr hier den X-Boost-Modus einschalten. Das macht ihr bitte über die App, mache ich nachher nochmal mit euch und könnt dann dementsprechend auch solche Geräte an diesem Generator betreiben. Wenn ihr allerdings überwiegend feine Elektronik hier dran betreiben wollt, das heißt euren Laptop laden wollt oder irgendwelche
technischen elektronischen Geräte hier drüber betreiben wollt, so empfehle ich euch zwingend, den X-Boost-Modus abzuschalten und achtet auch hier wieder auf die Anschlusswerte der Geräte. Überschreitet bitte mit den Geräten nicht die 300 Watt, sonst greift hier drinnen der Sicherheitsmechanismus. Der Output wird ausgeschaltet und euer Gerät geht dann halt dementsprechend aus. Wie überprüfen wir, was ein Gerät zieht? Das ist ganz einfach. Entweder ihr steckt das Gerät hier ein. Wir haben hier ein großes Display und ihr könnt hier die Abnahme des Gerätes ablesen oder ihr testet das Gerät einfach vorher mal mit so einem elektrischen Messgerät an eurer Haussteckdose, schaut, was dieses Gerät in der Spitze ziehen kann. Wenn dieses unter 300 Watt liegt, gerade bei elektronisch feinen Geräten, könnt ihr das problemlos hier dran betreiben. Das gilt natürlich auch für eure Ladegeräte, für das E-Bike. Ich habe es ja vorhin schon angeschnitten. Wir können hiermit zum Beispiel auch E-Bike-Akkus laden. Achtet bitte darauf, was für Ladegeräte ihr verwendet. Die meisten Ladegeräte ziehen unter 200 Watt, was also bedeutet, wir können sie hier problemlos anschließen. Habt ihr irgendwelche Schnellladegeräte, die hier dann dementsprechend 300, 400, 600 Watt ziehen, wird das natürlich nicht funktionieren. Lest bitte vorher auf den Geräten nach, was diese für eine Leistungsaufnahme haben. Liegt diese unter 300 Watt, könnt ihr sie hier problemlos an diesem Gerät betreiben. Wie lange können wir denn nun unsere Geräte hier an dieser Powerstation betreiben? Wir haben, wie gesagt, nur eine klitzekleine Powerstation hier mit 256 Wattstunden. Diese 256 Wattstunden existieren auf dem Papier. In der Regel kann das temperaturabhängig oder situationsabhängig auch etwas schwanken. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel ein Gerät hier anschließt, was durchgehend 100 Watt aus dieser Station entnehmt, könnt ihr hier bis zu 2,5 Stunden dieses Gerät mit dieser Station betreiben. Habt ihr ein Gerät, was die Maximalleistung abzieht von 300 Watt, so heißt das für euch, dass wahrscheinlich nach 35 bis 45 Minuten hier der Akku leer ist und das Gerät ausgeht. Jetzt möchte ich mit euch einfach mal das Gerät näher anschauen. Ein ganz wichtiger Punkt für mich, wir haben ja hier vorne einen 230 Volt Output. Eine gute Powerstation muss hier eine reine Sinuswelle liefern. Das sage ich in allen meinen Videos immer wieder, wird immer wieder gerne vergessen beim Kauf dieser Powerstation. Es gibt auch viele Powerstationen, die haben diese reine Sinuswelle nicht. Gerade wenn ihr reine oder feine elektrische Geräte hier verwendet, kann das die Geräte zerstören. Wir schauen einfach mal kurz drauf. Laut Datenblatt hat dieses Gerät eine reine Sinuswelle. Wir messen das hier mal ganz schnell. So, wie ihr seht, gibt das Gerät 230 Volt aus und wir schauen mal nach. Wir messen hier mal die Sinuskurve oder Welle. Und wir sehen, wir geben hier eine schöne, saubere Sinuswelle bei ca. 50 Hertz aus. Das ist also optimal für eure technischen Geräte. Kommen wir als nächstes zum Anschluss der Geräte. Was können wir denn alles hier mit dieser Station betreiben? Ihr habt es ja hier gesehen, wir haben einen 230 Volt Anschluss. Dieser kann 300 Watt dauerhaft liefern, im X-Boost-Modus bis zu 600 Watt bei dementsprechend dafür geeigneten Geräten, das heißt für ein Haarföhn oder ähnliches. Es gingen eventuell auch Wasserkocher hier dran. Allerdings müsst ihr hier darauf achten, dass ihr dementsprechende Geräte kauft, die am besten 300 Watt nicht überschreiten. Ich habe jetzt hier mal einen 600 Watt Wasserkocher mitgebracht. Diesen möchte ich gleich mal mit euch hier ausprobieren. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Des Weiteren haben wir hier drei USB-Ausgänge. Ihr seht zwei USB-A sowie einen USB-C-Ausgang. Das reicht für die meisten Anwendungen. Ihr könnt eure Smartphones damit laden oder ich dann dementsprechend meine kleinen Computer, Tablets oder hier mein iPad damit ohne Probleme betreiben. Dann haben wir natürlich auch noch einen 12 Volt Ausgang. Hiermit könnt ihr dann auch alle Standard 12 Volt Geräte hiermit betreiben. Jetzt will ich einfach mal testen, ob so ein Wasserkocher hiermit funktionieren würde. Hier muss ich aber gleich dazu sagen, das geht wahrscheinlich nicht. Dieser Wasserkocher zieht in der Spitze bis zu 700 Watt. Hier müsste das Gerät dann dementsprechend im Betrieb ausschalten. Wir schalten das einfach mal ein. Und währenddessen der Wasserkocher läuft, auch gleich ein weiterer Test. Denn dieses Gerät ist, wie ihr das bautechnisch hier seht, sehr, sehr klein. Was also bedeutet, hier müssen leistungsstarke Lüfter eingebaut werden, um eine ordentliche Kühlung zu gewährleisten. Wir wollen mal schauen, wie laut auch dieses Gerät dann unter Maximallast ist. Ich tue erstmal das Gerät leicht anbelassen, indem ich jetzt einfach mal, oder stark belassen, indem ich jetzt einfach mal hier den Wasserkocher anschalte. Wichtig, X-Boost ist eingeschaltet und wir schauen mal, ob man hier so einen 600 Watt Wasserkocher betreiben kann. Wichtig, wenn bei so einem 600 Watt Wasserkocher 600 Watt angegeben sind, braucht er erfahrungsgemäß in der Spitze deutlich mehr. Wir schalten diesen einfach mal ein. Wir sehen, er springt an. Das Licht ist an und mal schauen, wie lang das Spiel hier so läuft oder wie lang das funktioniert.
Bis jetzt sieht es sehr gut aus. Also der Wasserkocher läuft immer noch. Ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass das Gerät ausgeht. Wir können aber auch mal gleich nach dem Geräuschpegel gucken. Ich glaube noch nicht, dass das die Maximalleistung des Lüfters ist. Ich habe hier ein Dezibel-Messgerät und wir messen mal um das Gerät herum. Und ich messe hier um die 45 bis 55 Dezibel. Das ist noch gerade so erträglich, aber ich nehme mal an, der Lüfter kann noch etwas lauter drehen. Sollte das passieren, messen wir das nochmal nach. Wie gesagt, das Wasser kocht immer noch. Ich bin äußerst erstaunt, dass das funktioniert. Denn, wie gesagt, normalerweise kann diese Station eigentlich diesen Wasserkocher nicht bedienen. Aber durch X-Boost wird wahrscheinlich durch diese Technologie das irgendwie so hingebogen, dass es doch funktioniert. Ich schaue mal hier oben rein. Und ja, das Wasser fängt langsam an zu kochen. Es wird wahrscheinlich ziemlich lange dauern, länger als am Netz. Aber wir können einfach mal schauen, wie lange es dauert, jetzt das Wasser hier zum Kochen zu bringen oder ob die Anlage ausgeht. So, nach sage und schreibe ungefähr 13 Minuten haben wir hier 250 Milliliter Wasser zum Kochen gebracht. Wir können mal schauen, wie warm das Wasser ist. Einfach mal hier reinmessen und wir sehen, wir haben hier deutlich über 90 Grad. Also hat es quasi gereicht, um mein Wasser zum Kochen zu bringen. Im Großen und Ganzen bin ich jetzt äußerst überrascht, denn ich hätte nicht gedacht, dass diese kleine Powerstation diesen 600 bis 700 Watt Wasserkocher betreiben kann. Ich nehme aber an, dieser X-Boost-Modus ist eine Art Dimmer, eine Art intelligenter Dimmer, der dann wahrscheinlich hier draußen die angeschlossenen Geräte runterdimmt, sodass diese Anlage das Optimal oder das Optimum hier noch ausgeben kann, um dieses Gerät zu betreiben. Was natürlich für euch bedeutet, es wird alles etwas länger dauern. Habt ihr hier einen Haarföhn angeschlossen oder hier diesen Wasserkocher, müsst ihr halt dementsprechend mehr Zeit in Anspruch nehmen oder einplanen für die dementsprechende Leistung, die hier abgenommen wird. Wie zum Beispiel hier das Kochen von Wasser wird dann dementsprechend länger dauern. Aber ihr habt gesehen, ich konnte mir hier eine Tasse Tee zubereiten. Das hat zwar bis zu 12 Minuten gedauert, hat aber funktioniert. Deutlich größere Powerstationen, die ich hier schon getestet habe, ihr kennt es ja aus meinen vergangenen Videos, haben das nicht geschafft. Diese kleine Station hat es geschafft, diesen Wasserkocher zu betreiben. So, jetzt kommen wir nochmal zu dem Geräuschpegel. Diese Anlage ist wahrscheinlich jetzt schön warm. Ja, wir merken es, wenn wir sie anfassen. Sie hat schon eine ordentliche Temperatur. Ungefähr, ja, um die 30 Grad messe ich auf diese Anlage und jetzt lade ich diese Anlage mal über das Stromnetz auf. Sie ist ja noch ziemlich warm und gehe mal davon aus, dass wir jetzt hier die maximale Lüfterlautstärke erreichen können. So können wir mal schauen, wie laut dieser Lüfter dann im Maximum werden kann. Ihr hört, der Lüfter fährt an, ist jetzt deutlich lauter als vorhin, wo ich hier den Wasserkocher angeschlossen habe. Und mal schauen, wie laut er jetzt hier ist. Ihr habt gesehen, direkt am Lüfter gemessen kommen wir auf 58 Dezibel. Um das Gerät herum haben wir so um die 50 bis 56 Dezibel. Ein weiterer Vorteil des X-Boost-Modus ist natürlich auch das Betreiben kleinerer elektrischer Geräte, Handwerkzeuge oder ähnliches. Achtet bitte darauf, dass diese auch nicht zu groß dimensioniert sind. Ich habe hier eine Maschine mit einer maximalen Leistungsaufnahme von 450 Watt. Auch diese übersteigt eigentlich die Abgabe dieses Gerätes bei weitem, denn das Gerät gibt hier an, dass es maximal 300 Watt leisten kann. Jetzt will man eventuell vielleicht doch mal eine kleine handwerkliche Arbeit machen, hier so ein Loch in so ein Brett oder so einen Balken bohren. Mal schauen, ob das mit dem X-Boost-Modus funktioniert. Ihr habt gesehen, das hat funktioniert. Wer aber hier aufmerksam jetzt zugehört hat, hat gemerkt, wie der X-Boost-Modus funktioniert. Das heißt, er drosselt einfach eure angeschlossene Maschine, euer angeschlossenes Gerät auf das Maximalniveau, was hier diese Station ausgeben kann. Ihr könnt mit dem Gerät weiterarbeiten, habt aber nicht die volle Leistung, die ihr zum Beispiel beim Netzstrom zur Verfügung habt. Nichtsdestotrotz konnte ich hier mit den 300 Watt im X-Boost-Modus, ohne X-Boost-Modus hätte das nicht funktioniert, die Station hätte ausgeschaltet, können wir nachher mal ausprobieren, dann dementsprechend hier
doch diesen rechtsstaatlichen Balken mit einem 8 mm Bohrer durchbohren. Das heißt, man kann sich auch mit dieser kleinen Powerstation mal helfen. Wenn ich zum Beispiel irgendwo an einer Stelle mal kurz ein Loch bohren muss, ohne umständlich ein langes Verlängerungskabel ziehen zu wollen, kann ich das hiermit natürlich auch gewährleisten. Jetzt schauen wir noch mal kurz in die App hinein, denn ich möchte mal den X-Boost-Modus ausschalten. Die App findet ihr ganz normal im App Store, im Android Store, im Apple Store, wo auch immer ihr sie beziehen wollt. Ladet sie herunter, installiert sie, meldet euch an und verbindet das Gerät. Das Verbinden des Gerätes ist sehr einfach. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, wird das Gerät von eurem Smartphone, wenn denn Bluetooth und alles eingeschaltet ist, sofort erkannt. Wir sehen hier in der App, wird es sofort erkannt. Ihr könnt das Gerät einrichten, ihr könnt euch registrieren und dann dementsprechend dieses Gerät auch mit eurem WLAN verbinden. Man kann dieses Gerät auch ohne WLAN betreiben, das heißt quasi über Bluetooth auf das Gerät zugreifen und kann dann so das Gerät tiefer einstellen, weiterverwenden, mehr Informationen herausziehen. Wir schauen mal, was hier möglich ist. Ihr seht hier, ich habe die Echo Flow App geöffnet, habe jetzt einfach mal das Gerät hier angewählt. Auf dem Hauptbildschirm sehen wir natürlich den Füllstand des Gerätes und eine Schätzzeit. Diese Schätzzeit ist für mich sehr wichtig, könnt ihr auch hier vorne am Display abnehmen. Wenn ihr hier zum Beispiel jetzt irgendein Gerät betreibt, wie zum Beispiel hier mein Tablet oder einen Computer, ist es natürlich hilfreich zu sehen, wie weit wir noch mit diesem Gerät kommen. Das können wir hier ablesen, sowie auch am Display. Im Moment haben wir hier keine Abnahme, also über 99 Stunden. Wichtig, wir sehen hier unten auch alle eingeschalteten Geräte. Ihr seht, wir haben hier den Wechselrichter eingeschaltet. Diesen können wir natürlich hiermit auch fernsteuern, ein- und ausschalten. Dasselbe gilt natürlich auch für alle anderen Anschlüsse, die hier vorhanden sind. Auch wichtig für uns sind natürlich die Einstellungen. Ich klicke mal auf die Einstellungen und wir gehen mal kurz durch, was man hier einstellen kann. Hier gibt es nämlich viele schöne Einstellungen, die für mich äußerst interessant sind. Das ist zum einen die Ladegeschwindigkeit mit Netzstrom. Hier kann das Gerät jetzt im Maximum mit 360 Watt geladen werden. Das ist natürlich für euch interessant. Wenn ihr das Gerät schnell aufladen wollt, gebt ihr hier 360 Watt ein. Wenn ihr das aber nicht wollt, könnt ihr das bis auf 100 Watt drosseln. Warum macht das Sinn? Besonders für Solaranlagenbesitzer ist das äußerst sinnvoll. Wenn ihr eine Solaranlage auf eurem Hausdach habt, habt ihr eventuell auch in der Regel eine App oder einen Wechselrichter, der euch angibt, was für eine Energie ihr im Moment erzeugt und was ihr in das Netz verliert. Es wird ja immer interessanter in Deutschland, da man ja für den verkauften Strom so gut wie nichts mehr bekommt in Deutschland. So könnt ihr eventuell, wenn eure Solaranlage im Moment einen Überschuss, sagen wir mal, von 200 Watt produziert, hier einfach bei dieser App 200 Watt einstellen. Und das Gerät mit diesen 200 Watt laden. So achtet ihr darauf, dass ihr keinen Strom von draußen zukauft. Auch interessant ist das natürlich, wenn ihr dieses Gerät an einem Wechselrichter betreibt, zum Beispiel von eurer Inselanlage, so habt ihr vielleicht einen kleinen Wechselrichter verbaut, der halt nur 100 Watt leisten kann. Kein Problem, stellt hier 100 Watt ein. So stellt ihr sicher, dass ihr dieses Gerät auch an diesem schwächeren Ladestationen, Lademöglichkeiten problemlos aufladen könnt. Dann schauen wir auf die nächsten Punkte. Wir haben natürlich dann dementsprechend auch Autoeingang. Hier könnt ihr den maximalen Eingangsstrom festlegen, mit der dieses Gerät dann dementsprechend arbeiten kann, laden kann. Dann können wir natürlich auch schauen, wie das Gerät geladen wird. Im Moment steht es auf automatisch. Ich empfehle euch auch, das erstmal auf automatisch zu lassen. Hier erkennt das Gerät alleine, ob es zum Beispiel an eurem 12 Volt Bordnetz vom PKW aufgeladen wird oder zum Beispiel an einer Solarzelle und schaltet dann dementsprechend das richtige Gerät zu. Wenn ihr das fest einstellen wollt, könnt ihr das hier auch machen. Ich würde es aber sein lassen, würde hier die Automatik laufen lassen. Dann kommen wir hier zu dem X-Boost-Modus. Dieser ist standardmäßig bei allen Echo Flow-Geräten eingeschaltet. Wie gesagt, wenn ihr solche Geräte, Wasserkocher, Bohrmaschinen, ähnliches Küchengeräte hier dran betreiben wollt, ist der X-Boost-Modus eine sehr sinnvolle Einrichtung. Er drosselt euch die Geräte runter, sie funktionieren an diesem Gerät. Wenn ihr aber euren teuren Laptop, eure teure Festplatte oder sonst irgendwas hier über diesen 230 Volt Anschluss betreiben wollt, empfehle ich euch zwingend, den X-Boost Modus abzuschalten. Schaltet ihn ab und stellt so sicher, dass hier drinnen dieses Dimm-System, dieser Dimmer nicht arbeitet, denn das wäre schlecht für eure technischen Geräte, die ihr dahinter angeschlossen habt, wie zum Beispiel feine Geräte wie den Laptop oder ähnliches, denn diese kommen damit nicht klar, wenn sie gedrosselt werden und das könnte dann sogar zu Schäden an diesen Geräten führen. Deswegen wichtig, schaltet lieber erstmal den X-Boost-Modus aus und schaltet ihn manuell dazu, wenn ihr ihn braucht.
So, jetzt haben wir mal den X-Boost-Modus ausgeschaltet und jetzt möchte ich mal schauen, ob wir trotzdem noch dementsprechend leistungsstarke Verbraucher hier an diesem Gerät betreiben können. Das heißt, wir stecken einfach nochmal den Wasserkocher ein. Das Wasser hat sich ja bestimmt etwas abgekühlt und schalten diesen nochmal an und mal schauen, ob das auch funktioniert. So, ihr habt gesehen, direkt beim Einschalten des Wasserkochers ist die Anlage in einen Fehlermodus gegangen. Das heißt, der Wechselrichter wurde ausgeschaltet. Und wir können dieses Gerät ohne X-Boost nicht an dieser Anlage betreiben. Das gilt dann natürlich auch für Geräte wie zum Beispiel hier diese Bohrmaschine. Des Weiteren haben wir hier noch einen Lade- und Entladezustand. Das ist auch eine sehr schöne Spielerei für mich persönlich. Ich finde diese sehr sinnvoll. Wir klicken einfach mal drauf und wir können dann dementsprechend einstellen, wie weit zum Beispiel diese Powerstation aufgeladen wird. Wenn ihr sie zum Beispiel nicht ganz voll aufladen wollt, könnt ihr das hier einstellen. Im Moment steht sie auf 100%. Das heißt, wenn wir hier den Stecker in die Steckdose stecken, die Station laden, wird sie zu 100% vollgeladen. Wollt ihr das vielleicht aus irgendwelchen Gründen nicht, weil ihr vielleicht morgen nochmal weiterladen wollt oder aus welchen Gründen auch immer, könnt ihr dann dementsprechend hier das bis auf 50% reduzieren. So stoppt der Ladevorgang bei 50%. Dasselbe gilt auch für das Entladen. Wenn ihr eventuell die Lebensdauer eurer Batterien etwas verlängern wollt oder eine kleine Reserve behalten wollt, das heißt, ihr seid beim Zelten, beim Camping, alle haben Lampen, alles an, es geht alles aus dieser Powerstation raus, ihr wollt aber sicherstellen, dass ihr in der Nacht noch etwas Strom habt, um vielleicht eine LED-Lampe zu betreiben, stellt doch einfach hier die Abnahmeleistung ein. Das heißt, wir können sie bis auf 30% einstellen. Das heißt, bis zu 30% Restkapazität bleiben in diesem Gerät. Und wenn ihr diese dann braucht, zieht ihr den Regler einfach hier vor und könnt dann diese Station bis auf null entleeren. Ich weiß, es ist nur eine Spielerei, aber wenn man hier mal ein bisschen nachdenkt, kann man hier viele schöne Dinge mit realisieren. Dann kommen noch die Standardeinstellungen. Hier nennen diese sich Gerätezeitüberschreitung. Ich sage einfach automatische Abschaltung mal dazu. Wir klicken einfach darauf. Das heißt, das Gerät kann dann dementsprechend selbstständig ausschalten. Macht auch Sinn. Ich bin auch so ein Schussel. Schalt das Gerät ein, stellt es in die Ecke und vergesst es. Und dann nach 2-3 Tagen ist es leer und keiner hat irgendwas abgenommen. Stellt dann dementsprechend ein, dass es sich nach 12, 24, 6, 4 oder sonstigen Stunden einfach von selbst abschaltet. Dasselbe gilt natürlich auch für die Bildschirmzeit. Es ist natürlich sinnvoll, den Bildschirm auch nicht zu lange laufen zu lassen. Hier haben wir diesen schönen Bildschirm. Übrigens bei Sonneneinstrahlung lässt sich der Bildschirm auch hervorragend ablesen. Wir können natürlich einstellen, wie lange dieser Bildschirm beleuchtet wird oder dementsprechend mit Strom versorgt wird. Diese Energie nehmt ihr natürlich auch aus dieser Station. Wäre vielleicht sinnvoll, wenn ihr sehr lange damit hinkommen wollt, wenn ihr hier die Bildschirmzeit auf 10 Sekunden einstellt. Ich möchte lange diese Informationen haben, also stelle ich hier eine oder 5 Minuten ein oder nie. So bleibt der Bildschirm dauerhaft an. Hier müsst ihr aber damit rechnen, dass das euch eure Station leer zieht. Dasselbe gilt natürlich dann dementsprechend auch für den Wechselrichter. Auch diesen könnt ihr nach einer festen Zeit ausschalten. Ich habe hier im Moment 6 Stunden gewählt. Wenn ihr das natürlich dauerhaft betreiben wollt, lasst ihr ihn eingeschaltet, das heißt nie. Besonders auch, wenn ihr dieses Gerät als unterbrechungsfreie Stromversorgung verwenden wollt, würde ich hier auch nie einstellen. Ganz einfach steckt dann euren Stecker in die Steckdose und bringt dahinter eure Festplatte, euren Bildschirm oder was auch immer an. Und so kann das Gerät als unterbrechungsfreie Stromversorgung fungieren. So, damit bin ich auch schon wieder am Ende meines Videos angekommen. Habt ihr noch Fragen zu dieser Station? Kein Problem, stellt sie unten in die Kommentare. So kann ich eventuell noch mal ein weiteres Video dazu machen, wenn hier dementsprechend wichtige Fragen auftreten. Auch hier an dieser Stelle auch noch mal ein herzliches Dankeschön an EcoFlow für das zur Verfügung stellen dieser Powerstation. Wenn ihr euch für dieses Gerät interessiert, schaut auch unten in die Videobeschreibung. Dort habe ich euch die Bezugsquellen für dieses Gerät verlinkt. Hat euch mein Video in irgendeiner Form gefallen oder weitergeholfen, würde ich euch natürlich auch um einen Daumen hoch bitten. Wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen? Kein Problem. Abonniert hier einfach meinen Kanal, denn abonnieren auf YouTube ist natürlich kostenlos. Und wollt ihr keines meiner weiteren Videos mehr verpassen, so klickt doch einfach noch neben dem Abo-Button auf das Glockensymbol. Ich sage mit Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.